Die Unfassbaren 2, Now You See Me. Film ab. Viele halten die Reiter für selbstlose Robin Hoods. Doch ich glaube, ihr erster Trick war nur die Vorbereitung für eine noch viel größere Überraschung. Großartig, wieder hier zu sein! Es ist so schön, sie alle wiederzusehen. Ihr glaubt, ihr hättet alles gesehen. Doch das ist eine Illusion. Ich bin so froh, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Tada! Endlich sind sie wieder da, die vier Reiter. In den Hauptrollen glänzen auch hier wieder Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Dave Franco. Dazu stößt noch Lizzie Kaplan. Wer den ersten Teil mochte, dem kann man diesen zweiten Teil sehr empfehlen. Er setzt da an, wo der erste Teil aufgehört hat und macht genauso viel Spaß beim Zusehen. An den richtigen Stellen sind ein paar Lacher vorhanden und bei den ganzen Tricks kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Natürlich werden die Tricks wie im ersten Teil nach einiger Zeit aufgelöst, aber bis zu diesem Zeitpunkt darf man selbst rätseln, wie das Ganze nun abging. Dadurch und durch die gute Geschichte vergeht der Film wie im Flug. Natürlich ist auch diesmal Morgan Freeman mit dabei und auch Mark Ruffalo darf nicht fehlen. Handwerklich ist der Film ebenfalls sehr gelungen. Die Kameraführung und die Musik lässt keine Wünsche offen. Für die Fans des ersten Teils ist dieser Film ein Muss. Für alle anderen gebe ich den unfassbaren 8,5 von 10 möglichen Punkten. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie uns auf Facebook und YouTube. Die Unfassbaren 2 startet am 25. August in den deutschen Kinos im Verleih von Concorde und in den Schweizer Kinos im Verleih von Ascott Elite.